Seit 2017 testet Finnland ein Modell für Arbeitslose. Statt des Arbeitslosengelds erhalten wenige Auserwählte 2 Jahre ein Grundeinkommen von 560 Euro. Juha Järvinen ist einer dieser Pioniere. Ich war 6 Jahre arbeitslos. Die ganze Zeit habe ich davon geträumt, etwas zu starten. Ich wusste, dass es bei uns in der Umgebung keine Jobs gibt, also musste ich selbstständig werden. Juha, der unter der Arbeitslosigkeit gelitten hat, baut nun unter anderem Schamanentrommeln, die er mit Schnitzereien kunstvoll verziert. Ein weiteres Projekt ist eine Art Herberge, die Künstlerwerkstatt und Schlafplatz vereint. Ich habe mittlerweile schon einige Kunden, die meine Produkte möchten und auch die Herberge besuchen wollen. Also glaube ich, dass meine Perspektiven für die Zeit nach dem Experiment gut sind. Sollten seine Zuverdienste wieder erwarten für eine Selbstständigkeit nicht reichen, wird er 2019 wieder offiziell arbeitslos sein. Das Amt würde das Geld für die Trommeln anrechnen, Juha würde von da an wieder schlechter dastehen. Aus dem Experiment zieht er eine positive Bilanz. Er findet es wichtig, dass der Staat ihm vertraut, anstatt ihn zu kontrollieren. Aber ob das auch für andere Teilnehmer gilt, werden die Organisatoren erst nach dem Ende des Tests wissen. Dann sollen die Ergebnisse des Experiments veröffentlicht werden.